Die Gleise der Straßenbahn in Geras-Wiese-Straße, ein Problemfall. Gebaut werden konnte nicht, solange ein Insolvenzverwalter das Sagen hatte. Jetzt aber rollt der Stadtverkehr wieder unter städtischer Regie. Kann nun endlich investiert werden? Viele Stadträte zweifeln daran und sagen, schuld ist der Bürgermeister, der würde dem neuen Verkehrsunternehmen schon wieder Geld aus der Tasche ziehen. Doch der Reihe nach. Für den Neustart im Stadtverkehr hatte Gera einen Kommunalkredit aufgenommen, 29,5 Millionen Euro. Die gingen komplett an den frisch gegründeten Gera-Verkehrsbetrieb, den sogenannten GVB Neu. Das war Stadtratsbeschluss. Was der Stadtrat allerdings nicht beschlossen hat, dass ein Großteil dieser Summe als Darlehen, als rückzahlbares Darlehen an den GVB Neu ausgereicht wird. Genau das aber hat der Bürgermeister mit dem neuen Verkehrsbetrieb vertraglich vereinbart, aus einem einfachen Grund. Gera muss den Kommunalkredit über 29,5 Millionen natürlich bei der Bank abstottern. Das belastet die Stadtkasse bis 2031. Das lässt sich ändern, wenn sich der Verkehrsbetrieb an der Rückzahlung des Kommunalkredits beteiligt. Deshalb soll der GVB 9 nun 17 Millionen in Raten an die Stadt zurückzahlen. Die könnte so bei der Bank jährlich 850.000 Euro mehr abstottern. Auf der anderen Seite sparen wir Zinsen, ca. 300.000 Euro. Und wir würden den eigenen Kredit, den die Stadt nimmt, verkürzen von 15 Jahren auf 10,5 Jahre. Ich denke mal, das sind Argumente, die man doch in Betracht ziehen sollte. Argumente hin, Argumente her. Die linke Stadtratsfraktion will prüfen lassen, ob ein Darlehensvertrag ohne Stadtratsbeschluss überhaupt zulässig war. Das eile sogar, denn schon nächste Woche soll hier ja der Haushalt der Stadt beschlossen werden. Über ihre Oberbürgermeisterin sind einige Stadträte richtig sauer. Erst sagt sie gar nichts, dann nach über einer Stunde plötzlich, sie habe mit dem Landesverwaltungsamt gesprochen. Es gebe keinen Grund zur Eile, die Verwaltung werde einen Beschluss vorbereiten. Der wird Weichen stellen. Rückzahlungen fürs Darlehen kürzen das Eigenkapital des GVB Neu und seine Chance auf Fördermittel. Wir haben die Zusagen des Landes, dass wenn wir rechtzeitig beginnen mit dem Ausbau der Wiesestraße und mit den Erneuerungen, dass wir dann auf die Landesmittel, die zugesagt sind, auch zurückgreifen können. Verschiebt sich das um ein, zwei Jahre, kann es sein, dass die Fördermittel anderweitig vergeben werden. Bei einem Baubeginn 2018 übernimmt das Land in der Wiesestraße 70% der Kosten. Später wohl nicht mehr.